Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Und meine Stimme ist gerade ein bisschen belegt, merke ich. Ich habe ganz viel gesprochen die letzten 4 Stunden hier. Ja, heute ein kleiner Live-Beitrag hier an, wie nennt man das heute? Altweiberfasching, fetten Donnerstag. Für alle, die Fasching nicht brauchen, um Lebensfreude zu haben, die auch ohne Fasching Lebensfreude haben möchten. Und ja, Spaß beiseite. Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen und möchte dich mit dieser Geschichte inspirieren und dir zeigen, wie sehr wohlwollend das Universum an deiner Seite ist und dir Botschaften und Informationen und Hinweise schickt und du sie vielleicht nicht erkennst oder nicht auf die Idee gekommen bist, das so zu deuten, also auf ganz unterschiedliche Art und Weise, anhand einer eigenen Geschichte einfach, die aber mit dafür auch verantwortlich ist, warum ich heute da stehe, wo ich stehe. Es liegt jetzt schon viele, viele Jahre zurück. Es ist eine Geschichte von einer Fledermaus. Es liegt jetzt viele Jahre zurück. Das muss, ich weiß nicht, 2014 etwa gewesen sein, schätze ich mal. Genaues Jahr weiß ich nicht oder kann auch noch länger her sein. Egal. Auf jeden Fall, Entschuldigung, ich glaube, ich muss mal noch einen Schluck trinken hier. Einen Schluck Wasser trinken. So. Es war an einem ziemlich verregneten Sonntag, habe ich am Haus, in einem Nachbarhaus gesehen, dass da so irgendetwas Dunkles an der Wand ist. Es sah von weitem aus wie so, also es war das Haus direkt hier neben uns, es sah von weitem aus so wie so eine große schwarze Schnecke. Ich konnte es nicht deuten, das fiel mir einfach auf und habe mich gefragt, was ist das? Und habe abends auch noch mal geschaut gehabt, bevor es dunkel wurde, und das war halt einfach immer noch da. Und am nächsten Morgen auch noch. Es hat mich irgendwie beschäftigt. Ich weiß nicht warum, irgendwie hat mich dieses Schwarze etwas beschäftigt. Und als ich nachmittags dann am Tag darauf heimkam, hat mich irgendwas noch mal sofort an diese Hauswand gucken lassen, aber das Schwarze etwas war weg. Und es war ja, angenehm warm draußen. Und bevor ich dann, ich habe da zu der Zeit auch noch im Büro gearbeitet, war also nebenberuflich noch selbstständig hier mit der mentalen Gesundheitspraxis. Und ja, hatte mir dann noch ein Eis gegönnt, bevor ich dann in meinen Hauptjob eigentlich hier zu Hause gegangen bin, um da zu arbeiten am Computer. Habe mich in das Haus an den Teich gesetzt, mir ein Eis geholt und sitze da und guck auf den Boden. Also es muss im Frühjahr gewesen sein, weil unsere Sitzgarnituren, die wir so draußen haben, die standen da noch nicht. Ich habe mal also extra einfach mal so auf die Schnelle einen Stuhl geschnappt und habe mich da an den Teich gehockt, Boden, fange an, dieses Eis zu lutschen und plötzlich gucke ich so auf den Boden, traue meinen Augen nicht. Und da lag eine Fledermaus. Und da gucke ich so aus die, an die Hauswand gegenüber und dieser Fleck war weg. Und vor mir auf dem Boden saß diese Fledermaus. Und ich bin dann ins Haus rein, habe mir Handschuhe geholt, weil die ist auch nicht weggeflogen, kam zurück. Sie saß immer noch da. Habe sie dann behutsam geholt, habe sie in eine Kiste gepackt und habe dann auch recherchiert im Internet. Habe auch hier im Saarland jemanden gefunden, der 40 Kilometer weiter weg wohnte, aber sich um Fledermäuse kümmerte und habe diese Fledermaus da durch Saarland transportiert und ja, am nächsten Tag dann auch wieder freigelassen. Habe sie also untersuchen lassen, ob soweit alles okay ist. Er konnte mir auch sagen, wo sie herkommt. Die können damit so speziellen Ultraschallmessungen auch sagen, hier,
ja, wohl ihre Heimat ist und und. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe sie freigelassen, aber irgendwie hat mich dieses Thema ja dann beschäftigt. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt und habe recherchiert, energetische Bedeutung Fledermaus, was sich dahinter verbirgt, weil ich hatte so das Gefühl, irgendjemand, das Universum, möchte mir jetzt damit etwas sagen. Und bin dann auf Informationen gestoßen, dass es darum geht, sich zu zeigen. Weil Fledermäuse sind ja nachtaktiv, die sehen wir normalerweise nicht. Und die Fledermaus hier, die hat sich einfach sichtbar gemacht, die hat sich gezeigt, und zwar mir tagsüber. Und die dahinterliegende Botschaft war für mich so sinnig, denn das war so der Zeitpunkt, wo ich so den nächsten Sprung auch in meinem Business mit meiner Praxis machen wollte, noch mehr Menschen erreichen wollte, noch mehr Menschen helfen zu können, ihren Seelenplan zu entdecken und den zu leben und in ihre wahre Kraft und Stärke zu gehen. Mir aber der Mut gefehlt hat, mich wirklich zu zeigen. Und das war genau der Punkt, dieser Punkt, an dem ich mich damals in meinem Leben befand, dass ich gerne mehr machen wollte aus meinem Leben, aber den Mut nicht hatte, mich zu zeigen. Und das war letzten Endes diese skurrile Situation, die das Universum, das Leben mir geschickt hat, über diese Fledermaus, mir zu zeigen, hey, zeig dich, hab den Mut, mach mehr aus deinem Leben, mach mehr aus deinem Business, helf noch viel, viel mehr Menschen, ihren Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben. Und was ich dir damit sagen möchte, an diesem Beispiel, jetzt bitte nicht Ausschau halten, wo ist die nächste Fledermaus, die dir begegnet, sondern ich möchte dir damit einfach zeigen, auf welche Art und Weise das Universum, das Leben uns immer Botschaften und Hinweise schickt, mit unterschiedlichen Begegnungen, sei es jetzt mit Tieren oder mit Menschen oder Situationen, wenn wir denn präsent im Hier und im Jetzt sind und wenn du diese Situation dann einfach auch siehst und deutest und das so für dich aufnimmst, der erste Schritt, und im zweiten Schritt dann natürlich ins Handeln kommst. Also wenn ich damals vor vielen Jahren diese Begegnung mit der Fledermaus und dann die dahinterliegende Information nur erkannt hätte und wäre dann danach nicht ins Handeln gekommen, dann würde ich jetzt hier auf Facebook in der Gruppe nicht mit dir sprechen, weil ich ja dann das nicht umgesetzt hätte, die Botschaft, mich zu zeigen und sichtbar zu machen und mich auf einen anderen Weg zu begeben und den nächsten Quantensprung in meinem Leben zu machen. Das heißt für dich, ich würde dich dazu einladen, mal ein bisschen achtsamer zu sein, auf diese vielen Botschaften zu achten, die das Universum, das Leben dir tagtäglich an Hinweisen schickt, bezogen auf dich, auf deine Situation. Die Botschaft einfach so schickt, wo es gilt, dann einfach die zu erkennen, zu deuten, ins Handeln zu kommen und dich dann auf deinen Herzensweg zu begeben, der zu dir passt, deinen Seelenberuf zu entdecken, dem Ruf deiner Seele zu folgen und dich zu befreien von diesen Dingen, die dich bislang einfach davon abhalten. Bei mir war es so, dass das Kleindenken, ich kann mir das jetzt nicht erlauben, da groß rauszukommen und mich bekannt zu machen, mich publik zu machen und was da auch alles in mir eben auch verborgen war, an Kindheitsthemen und, mir nicht erlauben, in meine wahre Größe zu gehen und, wie jeder von uns das einfach in sich trägt. Und darum geht es dann einfach. Und deshalb nochmal so die Einladung. Sei mal ein bisschen achtsamer, welche Botschaften das Universum dir schickt, deute diese und komm dann im nächsten Schritt ins Handeln und befreie dich von all den Glaubensmustern, Energien, Themen, die im Unterbewusstsein sind, die aber auch im Unbewussten begraben sind, die also, wie der Name es schon sagt, uns gar nicht bewusst sind, die uns klein halten, die ja uns wirklich daran hindern, uns das Leben zu erschaffen, wie es hier unserem Herzen, unserem Seelenplan wirklich entspricht. Warum wir hierher gekommen sind, mit unserem eigenen Seelenplan, was unsere Seele sich denn eigentlich mal dabei gedacht hat, im Hier und im Jetzt, in diesem Körper, in dieser Familie hier zu inkarnieren, was sie denn eigentlich in diesem Leben hier verwirklichen wollte, also was du eigentlich
mit deinem göttlichen Kern, mit deiner Seele hier verwirklichen wolltest. Erkenne diese Botschaften mal an und finde so weiter den Weg zu dir selbst, zu deinem Herzen. Entdecke mit diesen Botschaften deinen Seelenplan und folge dem Ruf deiner Seele und deinem Herzen. Dann wirst du staunen, wie viel da auch für dich in deinem Leben möglich ist. Egal, was du bislang schon erlebt hast, egal wie viel Kram und wie viel, ja, ich sag's mal ein bisschen deftig, Mist da auch inzwischen schon war, egal in welchem Alter du jetzt bist. Jetzt ist der Zeitpunkt, das zu erkennen. Und deshalb möchte ich dich dazu ermutigen, dich auf deinen Weg zu begeben und diese vielen Botschaften eben auf die unterschiedlichste Art und Weise, wie das Leben, das Universum dir die schickt, zu erkennen und dann ins Handeln zu kommen. Okay? Eine ganz, ganz liebe Umarmung schicke ich dir. Hab noch einen wunderbaren Tag und schreib mir gerne ins Kommentarfeld rein, wie hilfreich diese kleine Geschichte mit der Fledermaus für dich eben auch war, welche Erkenntnisse du daraus gewonnen hast. Okay? Alles Liebe, bis dahin. Tschüss.